Der Herr rechts unten, auf dem Weinkarton, das ist Deutschlands oberster Verkoster von Wein, Stuart Pigott. Seit 30 Jahren bereist er von Berlin aus das deutsche Weinwunderland auf der Suche nach den besten Tropfen. Und nun ja, will man eigentlich gar nicht glauben. Aber der führende Weinjournalist Deutschlands ist ein Engländer. Er schreibt die relevanten Bücher und Kolumnen zu deutschem Wein. Und dieser Weinkritiker, der gute und günstige Weine empfiehlt, hat auch noch recht verständliche Glaubensgrundsätze. Wahrer Weingenuss fängt damit an, dass der Wein genauso gut oder schlecht ist, wie er für Sie riecht und schmeckt. Es gibt keine falschen Worte, um Wein zu beschreiben. Vertrauen Sie Ihrer Zunge. Seine Zunge jedenfalls genießt schon das Vertrauen der Konsumenten und den Respekt der Winzer. Grapefruit, Birner, der ist richtig. Könnte ich was davon? Natürlich kann er. Weine gibt es ja in rauen Mengen. Und gut trinkbare können auch schon mal für wenige Euro aus den Großbetrieben kommen. Es muss nicht immer die steilste Lage an der Mosel sein. Weinwunder Deutschland erklärt uns das, was wir noch nie zu fragen gewagt haben. Was sind nochmal große Gewächse? Eine Spontangärung? Edelfäule? Warum muss ich unbedingt meine Nase in den Wein hängen? Was ist so besonders an der Königin der Rebsorten, dem urdeutschen Riesling?